Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Wasteland 2, dem Director's Cut. So, wir sind hier in der Zentrale der Ranger und als erstes möchte ich weitere Sachen verkaufen, um uns noch weiter von Plunder zu befreien. Beziehungsweise von so Kacke, die man mit der Zeit ansammelt. Und damit meine ich tatsächlich echte Kacke. Dieser Werteherr hier. Abgeschlossen. Wie dieser Werte hier aufkauft und daraus, naja, Sprengstoffe baut. In Ordnung, Rekruten. Welchen heißen Scheiß habt ihr für mich? Hier. Schau dir mal die Scheiße an. So. Und zwar verkaufen. Gut, ich habe mir keine. Aber hier. Fledermauskacke. Und ganz normale Kacke. Und Schweinekacke. So, und hier haben wir nochmal Schweinekacke. Hier haben wir nix. Hier haben wir auch nix. Und hier nicht. Und auch da nicht. So. Boah, 6000 haben wir mittlerweile. Wir sind reich. Soll ich mir vielleicht mal ein paar von denen hier gönnen? RPG 7. 500 Schaden. Ja, wenn ich von solchen Dingern mehr hätte, könnte ich mich mit den Kanonen anlegen, ne? 200 Schaden. Lore-Rakete. Lore-Rakete. Kostet aber eine ganze Menge, ne? Soll ich 700 ausgeben für eine RPG 7? Boah, das Ding wiegt 20 Pfund. 20 Pfund? Ah, also viele kann man von denen nicht mittragen. Naja, ich vermute mal, dass ich später diese Dinger brauchen werde. Später. Ich weiß nicht, wie spät, aber später. Bei Wasteland 1 zum Beispiel war das so. Da hat man von diesen Dingern wirklich mehrere rumgetragen. Und zwar nicht nur ein Charakter, sondern jeder hatte so ein, zwei, drei, fünf Stück. Ne? Auch Lore-Raketen und Sabot-Raketen. Die Frage ist, wann werde ich es brauchen? Ich könnte es natürlich jetzt schon mal kaufen, einfach weil die Sachen da sind. Ich weiß ja nicht, ob sie aus dem Laden verschwinden. Später. 500. Und die KL lohnt sich auf jeden Fall mehr als die. 200 Schaden, 500 Dollar. 500 Schaden, 700. 150 Schaden, 300. Also die lohnt sich... Die lohnt sich mehr als die. Ich so das Gefühl. 155 für 100. Der Fleischwolf auch. 100 Schaden. 15 Pfund. Also ich habe ja jetzt gerade Geld, deshalb ich gönne mir mal die. 300. Nicht teuer, ne? Ich gönne mir mal die und vielleicht Fleischwolf? Muss ich nochmal in mich gehen. Da muss ich nochmal in mich gehen. Smells like chemicals in here. Ich werde ihn zum Packesel auch, glaube ich, ausbauen müssen. Ja, den Punkt auf Stärke werde ich ihn wahrscheinlich auch packen, ne? Oder Koordination. Ein Attributspunkt mehr. Wird er ihm was bringen? 8.
Ja. Mit 9 könnte er 3-mal zuschlagen. Würde ihm was bringen. Geschwindigkeit aber auch. Würde ihm sogar Angriffsgeschwindigkeit, also würde ihm mehr bringen als Koordination. Und Stärke würde ihm am meisten bringen. Mehr Traglast, den Aktionspunkt kriegt er, mehr kritische, mehr Basiskonstitution. Der kriegt auf Stärke. Der kriegt die 10 auf Stärke. Definitiv. Nächste Stufe, die er theoretisch jetzt schon hätte. Also da geht's gleich auf Stärke für ihn. Und hier, naja, hier erstmal nix. Aber er wird wahrscheinlich auch wieder die Sprengstoffe. Das wird schon irgendwann passen. Er wird der Packesel. Also er braucht auch die Stärke und wahrscheinlich auch noch mehr. Einfach nur um... So, nicht, dass ich es vergesse. Or perhaps. So, damit du es nicht jetzt mit dir rumschleppst, pack das mal hier rein. Davon auch. Um später viele von diesen RPGs tragen zu können. Ne? Darum geht's mir. So, ab zum Doktor. Ach, Chisel. Der Meißel steht hier rum. Oh, Treasure. Danke, dass ihr Stubbins Farm gerettet habt. Flintlock. Echo, ich habe gehört, dass ihr die ehemalige Heimat der Ranger besucht habt. Schon traurig, dass sie jetzt von diesen Scheusalen besetzt ist. Nächstes Mal, wenn ihr euch ins Gefängnis begebt, macht Aufzeichnungen. Verteidigungskapazität, Bevölkerungsdichte, Moral. Ich benötige die Informationen für meine Karten. Ja, mache ich. So, er hat ja gesagt, er wird nochmal mit uns reden später, ne? Dann rede mal. Krebsmittel. So. Echo, ihr seid ja wieder hust da. Ich fühle mich schon beschissen viel besser. Zwar nicht offensichtlich perfekt, aber ich habe den Arsch voller Sonnenschein. Die Tests haben übrigens bestätigt, dass euer mysteriöses Glibberzeug meinen Krebs geheilt hat. Ich arbeite momentan an einer Reproduktion eures Mitbringsels, damit man meine Wunderheilung reproduzieren kann. Merc-Captain ist sauwirk froh darüber, mit mir daran zu arbeiten. Ich erzähle euch was. Seitdem ich euch mein Leben und alles andere schulde, Keuch, könnt ihr zu Schnäppchenpreisen mein medizinisches Angebot plündern. Melson wird das zwar nicht gefallen, aber ich scheiß drauf. Mir geht es gut. Also, was führt euch nach Hause? Nachschub oder Erste Hilfe? Ich würde sagen, hier, wir sind verletzt. Genau. So, zack, zack. So. Sonst noch was? Ein paar Schmerztabletten für dich gefunden. Haben wir das? Vorräte, komm. Kleiner Stoff und plus 1 Führung. Ja. Nicht wirklich, ne? Was haben wir denn da? Antibiotika. Ich glaube, das ist wirklich günstig geworden. Hier einfache Erste-Hilfe-Ausrüstung. Erste-Hilfe-Set. Erweiterte Erste-Hilfe. Gegengift. Wundnähe. Den habe ich eigentlich genug. Aber ich glaube, die könnte ich ihm ruhig... Moment. Ruhig abkaufen. Für 300, das ist ja nix. 10 Stück.
Erste-Hilfe-Ausrüstung. Chirurg 4. Halt 50% der Con. Auch nicht schlecht. Sanitäter 1. Entfernt sämtliche Folgen von Bluten. So, Rest lasse ich erstmal. Chirurg 4. Oh. Nicht schlecht. Ich werde natürlich nicht alles jetzt mitnehmen. Ich brauche so viel Zeug ja nicht. Aber ich weiß ja nicht, wie lange ich das bei ihm kaufen kann. Von daher, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Need some help from the baddest, meanest, most dangerous man in all the wastes? Nein, heute nicht. You're gonna wish you had a killer like me. Ey, der Chisel. Also, wenn du keine neuen Kartendaten hast, rede nicht mit mir. Ah, ja. Okay. Tour? Nein, Tour wollen wir nicht haben. Auf Wiedersehen. So. Okay. Aufbrechen. Nein, wir wollen sie nicht aufbrechen. Wir wollen sie einfach nur öffnen. Vorher ging das, glaube ich, nicht. Also, ist das hier das Gefängnis oder ist das noch was anderes? Sieht wie ein Gefängnis aus für mich. Wärter. Als sich die Tür zum Arrestbereich öffnet, überkommt dich ein übler Gestank körperlicher Ausdünstungen und abgestandenem Alkohol. Es ist so stark, dass deine Augen zu Tränen beginnen. Im Innern befindet sich ein kleiner Raum für die Wachen mit einem Tisch, ein paar Spinden und einer Gittertür aus massivem Stahl in der hinteren Wand. Hinter der Stahltür ist ein schmaler Gang mit 4 Zellen auf der linken Seite. Alles ist in einem bedrückenden Beige gestrichen, aber es ist einwandfrei sauber. Ausgenommen Zelle Nummer 2. Der Typ da drin hat die Zelle verwüstet, pinkelt auf den Boden, kotzt auf das untere Bett, wirft seine schmutzigen Klamotten überall herum und schreibt Fuck you, Vargas, an die Wände. Gerade schläft er auf dem unteren Bett und schnarcht wie eine Kettensäge. Also er schläft auf dem Bett, auf das er gekotzt hat, oder wie? Gruppensofa. Ein stämmiger Kerl mit der Statur eines Bulldogs, mit verspiegelter Sonnenbrille und einer Trillerpfeife, zusätzlich zur Standard-Ranger-Uniform. Entschuldigt den Gestank, ich hatte noch keine Möglichkeit, den Besoffenen in Zelle 2 ordentlich abzuduschen. Na gut, wir würden mit Ranger Bajkowski reden. Oh, stellt euch darauf ein, er ist der Betrunkene in Zelle 2. Falls ihr denkt, dass er von außen schon stinkt, dann wartet mal, bis ihr... Wach auf, du Sack voll Scheiße! What is that? Who's shouting? Get the fuck out! Verpisst euch! Er gehört euch, Brüder. Na dann. Okay. Ich kann die Zellen wahrscheinlich öffnen, aber... würde mir wahrscheinlich nichts bringen. So. Bajkowski. Rick. Du hast nur 20 Hitpoints? Na, gut. Ich möchte eigentlich mit dir reden. Rick. Kann ich nicht mit ihm reden? Who the fuck are you? I already answered everybody's questions. I got drunk and I got shanghaied. That's the whole story. Got it? Now go away. Let me sleep.
Okay, also er war besoffen und Shanghai? What? Red hat gesagt, dass wir mit dir reden sollen. Huh? He did? What for? Warum? Er meinte, du wüsstest, wo wir ein paar Strahlenschutzanzüge finden können. Sure, I know where some rad suits are. Used to use them to go goop prospecting out in the canyon of Titan. What makes you think I'm gonna give them to you? Okay, also er ist in einen Canyon gegangen, Canyon des Titans, des Titans. Aber was führt euch zu der Annahme, sie würden euch einfach überlassen? Okay. Wir könnten ihn bezahlen oder. Freiheit. Also, wir bieten ihm Geld. Wir könnten dich bezahlen. What do I need money for? Locked up in here. Forget it. Okay. Wir könnten dich hier rausholen, Rick. Now you're talking. You get me out of here, and I'll take you right to them rat suits. No bullshit. Then you just look the other way while I take a powder and we're square. Deal? Okay. Er führt uns zu den Strahlenschutzanzügen und dann sollen wir ihn laufen lassen. Puh, was ist, wenn ich Nein sage? Ich brauche die Strahlenschutzanzüge. Er war mal ein Ranger. Ich gehe mal auf den Deal ein. Ja, mal gucken, was passiert. Alrighty. Just go talk to Officer Asswipe about getting me out and I'll put my clothes on. Okay. Die große Frage ist, wenn ich ihn mitnehmen muss, heißt das, ich muss einen von meiner Gruppe entlassen? Das würde mir nicht so passen, ehrlich gesagt. Kannst du ihn in unser Gewahrsam übergeben? Wir brauchen ihn für eine laufende Ermittlung. Okay, er ist froh, wenn er ihn los wird. Ja, keine Lust, wahrscheinlich hier mal aufzuräumen. God damn it, you did it! You guys are my new best friends! Come on, let's get out of here! Oh yeah, I forgot. Let me see your map. I hid all them suits in an old RV west of here, somewhere right around here. Rick's Wohnmobil. Okay. Das heißt, jetzt müssen wir einen Abstecher dahin. Hoppa. Logbuch aktualisiert. Müssen wir einmal zu Rick. Und dann müssen wir zum Funkturm. Einmal Rick, einmal Funkturm. Nee, er folgt uns so. Okay. Na gut. Ich vermute, wir müssen ihn jetzt am Leben erhalten, ne? Würde ich mal so vermuten. So. Wir könnten nochmal schnell mit Mercaptain sprechen. Or perhaps. Der Arzt sagt ja, er arbeitet mit ihr zusammen an irgendeiner Medizin. Sie hat aber nichts Thanks zu sagen. For visiting, recruits. Come by anytime. And go see Sergeant Melson, if you're looking to shop. Sergeant Melson müssen wir jetzt nicht angucken. Wir haben soweit endlich auch alles gemacht. Wir könnten uns natürlich noch Munition neu kaufen. Wir könnten das Zeug. Ja. Wir könnten das Zeug nochmal schnell hier reintun. Und außerdem die schmutzige Jacke. Oder ein Ledermantel, so. Wir machen das so und so. Und fertig ist die Geschichte. So, hier bleibe ich jetzt stehen. Hier werde ich abspeichern. Von hier aus geht's in der nächsten Folge dann zu Ricks Wohnwagen. Bis hierhin wünsche ich
Ja, oder bedanke ich mich bei allen fürs Zuschauen und sage bis bald.